Die heutige Meditation führt dich zu den heiligen Tempeln von Atlantis. Es ist so, dass diese heiligen Tempel von Atlantis zu den damaligen Hochzeiten Orte waren, an denen ganz bestimmte Energien verankert waren. Und mit diesen Energien gearbeitet wurde, in Interaktion getreten wurde oder auch geschult wurde, diese Energie zu lenken. Und so gab es für jede auch nur vorstellbare Energie ein Heiligtum, einen Bereich, in dem sie erfahren werden konnte, in dem sie in ihrer reinsten Form vorlag, so dass ein Wesen geschult werden konnte im Fühlen, in der Wahrnehmung und gleichsam lernen konnte, die verschiedenen Energien zu unterscheiden und noch mehr diese Energien in sich zu verankern und weiterzugeben. Ein Lichtbringer einer ganz bestimmten Energie zu sein. Seit einiger Zeit strömen die Energien von Atlantis verstärkt in das Bewusstsein der Menschen hinein. Es ist fühlbar, es ist spürbar. Und als das heutige offene Treffen vorbereitet wurde, und die Frage im Raum stand, was ist jetzt das Wichtigste? Kamen von mehreren Kristallen aus Atlantis ein Ruf. Und wer von euch schon einmal einen solchen Ruf eines Kristalles von Atlantis empfangen hat, der wird wissen, wie intensiv und wie kraftvoll dies sein kann. Es wurden drei Tempel ausgewählt. Es ist der Tempel der Heilung. Es ist der Tempel der Manifestation und der Tempel der Öffnung, die jetzt in dein Herz getragen werden dürfen. Und mit diesen Worten in dein Herz getragen werden dürfen, verbindet sich natürlich dein Einverständnis. Es wird so sein, dass innerhalb der Meditation die Lichte Allianz, Moata, die Führung übernehmen wird, durch mich sprechen wird und jeden einzelnen von euch zunächst zum Tempel der Heilung, dann zum Tempel der Manifestation und dann zum Tempel der Öffnung begleiten wird. Jeweils werden Mitglieder anderer Sternenvölker anwesend sein. Und in jedem Tempel wirst du eintauchen dürfen in das Licht und die Energien und die Strahlkraft der Kristalle, die noch vorhanden sind, die auch physisch noch vorhanden sind. Sie liegen teils auf dem Meeresgrund, teils unter kilometerdicken Schichten von Erde. Doch es gibt sie noch. Und du wirst heute in dieser Meditation an drei Orte gebracht, wo du dies fühlen kannst. Und an jedem dieser drei Orte wirst du entscheiden dürfen, ob du diese Energie, dieses Licht in dir verankern möchtest, es aufnehmen und es durch dich weiter zu den Menschen fließen lassen möchtest. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und du darfst bei jedem dieser Kristalle, in jedem dieser Tempel erneut entscheiden, ob du wünschst, dass diese Energie nur dir zur Verfügung steht, ob du sie weitergeben möchtest
ob sie eingebettet werden soll. Dies wird dich Mortar oder ein Wesen der lichten Allianz an jedem dieser drei Orte fragen. Und zum Schluss dieser wunderbaren Meditation, die sehr, sehr intensiv sein wird, wird es einen Segen geben. Lass uns reisen. Und ich bitte dich nun, mach es dir bequem und gemütlich, so dass du eine Zeit lang gut verweilen kannst. Schließe deine Augen und lasse dich ab jetzt von meiner Stimme führen. Fühle einmal, wie dein Atem kommt und wie dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Finde deinen Rhythmus in deinem Atem. Lasse bei jedem Einatmen zu, dass dein Atem dich ein Stück tiefer in dich trägt. In deiner Mitte schwingt ein Licht, ein Gotteslicht. Gestatte dir mit jedem Einatmen, diesem Licht ein Stück näher zu kommen, in dir zu versinken. Und mit jedem Ausatmen darfst du nun ganz bewusst ein Stück deines Alltages mit fortschicken. Atme es ganz bewusst aus, sodass du nun leichter wirst, in dir ankommst. Lasse dich in deinen Atem hineinfallen. Du bist getragen. Bereits jetzt sind um dich ganz viele lichte Wesen. Du würdest sie Engel nennen. Es sind teils Engel, die zu dir gehören. So ein Engel wie dein Schutzengel oder dein goldener Engel in dir. Es sind aber auch Engel bei dir, die dich ganz bewusst unterstützen, zu transformieren und loszulassen. All das, was du nicht mehr brauchst, das atme nun aus und versinke Atemzug für Atemzug in dir. Und während du dich in deinen Atem hineinfallen lässt, kommt die nächste Stufe der Verbindung des Kollektivs. Das blaue arcturianische Licht ist bereits um dich gelegt. Und nun geben die Arcturianer, die Plejadier und die Sirianer, die heute Abend mit anwesend sind, eine ganz spezielle Energie mit hinein, die vom Energiebild so ähnlich ist wie Tanar. Es ist eine
zusammenfügende Energie. Eine Energie, die uns alle jetzt verbindet in diesem Augenblick, die uns weitet, die uns ausrichtet, die uns hilft, den Verstand noch ein Stück weiter beiseite zu schieben, die uns ausdehnt und die keine Fragen mehr hat, sondern nur noch ein Wissen. Diese Energie baut sich nun auf und trägt dich. Lass uns nun gemeinsam die nächste Stufe der inneren Versammlung betreten. Und ich bitte dich, sprich mir die folgenden Worte nach. Ich rufe jetzt all meine Chakren zusammen. Und vereine sie zu einem einzigen leuchtenden Chakra. Ich atme Ana, das Licht. Solavana, den vollkommenen Ton. Elixier, die unbedingte Liebe. In mich. Und weite mich mit jedem Atemzug. Und indem du diese Worte gesprochen hast, haben sich all deine Chakren zu einem einzigen Energiefeld zusammengeschlossen, in dem die Energie deines lichten, liebenden Herzens zirkuliert. Nun lenke ganz bewusst deinen Atem auf Höhe deines Herzens dort, wo die Sonne deiner Chakren entstanden ist. Und du darfst dir diese Sonne deiner Chakren gerne vorstellen wie eine kleine Sonne, die mit jedem Einatmen größer wird. Über deinen Atem fließen nun diese drei Kristalle der Wirklichkeit in dich, diese drei Energien. Und sie weiten dich mit jedem Atemzug, den du tust. Und du darfst dir dabei ruhig vorstellen, dass diese Sonne deiner Chakren so groß wird wie dein Körper, deinen Körper verlässt und letztendlich so groß wird, dass du wie in einer Kugel strahlend hellen Lichts verweilst in der Mitte. Geborgen, genährt und vollständig geschützt. Atme, atme und weite dich. Und gleichsam steigen die Energien des Kollektivs mehr und mehr in dir auf. Der Verstand tritt mehr und mehr zurück. Und tiefer und immer tiefer versinkst du in deinen göttlichen Kern. Heute steht dir eine Reise bevor, mein geliebtes Licht. Es ist eine energetische Reise, in dem deine Aspekte, die Aspekte von dir, die jetzt reisen dürfen, zusammengefügt werden und von einem lichten Wesen voller Liebe für dich mitgenommen werden, damit du bestimmte Energien aufnehmen kannst. Und dieses lichte Wesen ist dein goldener Engel in dir. Und ich rufe nun für dich deinen goldenen Engel in dir und bitte ihn, dir ganz nah zu sein. Es ist ein liebendes Wesen, was zu deinem Feld gehört
Und es ist das Wesen, was am besten entscheiden kann, mit welchen Anteilen deines Lichts du reisen darfst, welche Anteile deines Lichts mitgenommen werden dürfen. Nun darfst du dir an dieser Stelle weitere Helfer rufen, wen auch immer du an deiner Seite haben möchtest, zusätzlich zu deinem goldenen Engel in dir, vielleicht dein inneres Kind oder deinen inneren Heiler oder dein innerer Magier, wer auch immer es sein darf, der dich begleitet. Rufe ihn oder sie dir in deinen eigenen Worten und dann dehne dich weiter aus. Verweile, verweile auf deinem vereinigten, goldenen Chakra in tiefer, tiefer innerer Versammlung. Ich bin Moata und ich spreche die arcturianischen Töne Haantaya zu dir. Moata wurde ausgewählt und vom arcturianischen Rat bestimmt, dich zu bestimmten Orten auf deinem Planeten zu führen, an dem kristalline Strukturen verborgen sind, in verschiedenen Dimensionen zur Verfügung stehen, um dich erneut mit diesen Strukturen zu verbinden. Und mit Moata sind Wesen des Sirius, Wesen der Plejaden, Wesen des Antares und viele, viele Wesen, die du Engel nennen würdest. Der erste Ort, an den du nun gebracht wirst, ist ein Tempel der Heilung. Es ist ein energetisches Feld, welches für diesen Zweck, für deinen Besuch mit den tatsächlichen Kristallen dieses Tempels verbunden wurde. Es sind physische Kristalle, so groß und so schön, wie sie kaum vorstellbar sind. In jedem dieser Tempel gab es einen oder mehrere Kristalle, um ein bestimmtes Energiefeld zu erzeugen. Du wirst nun in das Feld des Tempels der Heilung gebracht. Und Moata bittet dich, nimm einen tiefen Atemzug und in diesem Atemzug trägt dich dein goldener Engel in den Tempel der Heilung, der Schwingung von Osam. Jetzt.
Jedes Mitglied des Kollektivs war bereits zu Gast bei so vielen von uns. Und jedes Mitglied des Kollektivs war Teil dessen, was du nun besuchen darfst, was nun wieder in das Bewusstsein der Menschen zurückkehren darf. Nun treten die Wesen vom Sirius zu dir. Sie werden dir nun in diesen Augenblicken sehr nah sein und werden dir helfen, dieses heilende Feld und die beiden Kristalle wahrzunehmen. Es sind Kristalle von solcher Größe und Schönheit, dass ein Mensch daneben klein aussehen würde. Lasse dieses Licht zu dir. Lasse es in dich strömen. Und während dieses Licht der Heilung in dich fließt, möchte Moata dir eine Frage stellen. Ist es Heilung für dich persönlich? Ist es Heilung für dich und die Wesen um dich? Ist es Heilung für dich, die Wesen um dich und den Planeten, auf dem du lebst? Oder wählst du nur dieses Feld zu fühlen und danach auszutreten? Dies ist deine Wahl. Es wird so sein, sagt dir Moata, dass du nun in dir die Absicht erzeugst, was geschehen darf. Die Absicht, ob du dieses Feld nur kennenlernst und danach wieder austrittst, ob du mit diesem Feld verbunden werden darfst, ob du diese Verbindung des Feldes weitergeben an die Menschen, oder es weitergeben an die Menschen und deinen gesamten Planeten möchtest. Dies lasse in deiner Absicht entstehen. Und deine sirianischen Freunde werden es so geschehen lassen, wie es in deiner Absicht festgelegt ist. Es beginnt nun. Verweile.
Es gab einst eine Zeit, an dem diese Kristalle zugänglich auf der Oberfläche eures Planeten waren. Und Muad'Dad sagt dir, es wird eine Zeit kommen, an dem der Schutz dieser Kristalle nicht mehr notwendig sein wird und sie wieder an der Oberfläche zum Wohle allem, was ist, sein dürfen. Es wird eine Zeit sein, eine Zeit, die jeder von euch zutiefst ersehnt. Nun, dies ist ein weiterer Schritt, dies geschehen zu lassen. Muad'Dad bittet dich nun, dich aus den Energien und aus dem Feld der Kristalle der Heilung zu lösen, denn dein goldener Engel trägt dich nun in den Tempel der Manifestation. Nimm einen tiefen Atemzug. Und es geschieht jetzt. Ein Arcturianer weiß zu jedem beliebigen Zeitpunkt stets über all seine Fähigkeiten. Und zu diesen Fähigkeiten gehört, Energien zu biegen und zu verändern, zu transformieren, Energien zu verstärken, sie entstehen und wieder vergehen zu lassen. Ihr nennt dies Manifestation. Und es ist eine Fähigkeit, die meisten Menschen vergessen haben. Und dennoch sagt dir Muad'Dad, du kannst manifestieren. Alles, was dich daran hindert, ist dein Glaube und vielleicht ein Stück Erinnerung. Vor dir ist ein Kristall der Manifestation. Es ist ein Kristall, der besonders gut geschützt und abgeschirmt ist. Und gleichsam ist dieser Kristall für dich, für diesen Augenblick deiner Reise, mit dem energetischen Feld verbunden, der dem Tempel der Manifestation entspricht. Fühle erneut. Und in diesen Augenblicken sind die arcturianischen Teams, deine Betreuer, deine Betreuerin, ganz nah bei dir. Sie führen dich. Sie lenken die Energien zu dir. Sie sorgen dafür, dass deine Wahrnehmung, so wie dies jetzt für dich richtig ist, zu dir getragen wird und sich entwickeln und entfalten darf, sodass du sowohl den Tempel als auch diesen herrlichen Kristall wahrnehmen kannst, in seiner Schwingung, in seiner ganzen Strahlkraft.
Und auch hier stellt Moata dir die gleiche Frage. Was wählst du zu sein? Wählst du dieses Feld zu fühlen und danach auszutreten? Wählst du dieses Feld in dir zu verankern, sodass du es ausdehnen und damit arbeiten kannst, doch nur für dich selbst? Wählst du die Erinnerung an diesen Ort zu den Menschen zu tragen? Oder wählst du die Erinnerung an diesen Ort und das Schwingungsfeld über den gesamten Planeten zu allen Wesen und allem, was ist, zu verteilen? Diejenigen lichten arcturianischen Wesen, die jetzt bei dir weilen, werden deine Absicht sehen. Und sie werden entsprechend deiner Absicht die Energien lenken. Und es wird geschehen. In diesen Augenblicken, so wie es deine Absicht erklärt. Und so ist es geschehen, entsprechend deiner Absicht. Nun erfolgt noch einmal ein Wechsel. Und zu dir kommen die Wesen vom Antares. Sie sind dir jetzt ganz nah. Und Moata bittet dich, nimm einen tiefen Atemzug und in diesem Atemzug wirst du in den Tempel der Öffnung gebracht. Auch dies geschieht jetzt. Und Moata fragt dich, nimmst du sie wahr? Fühlst du sie?
Es sind drei Kristalle, die in diesem Feld um dich sind. Die ihre Strahlkraft und ihre Schönheit und ihre Reinheit, die Reinheit des Feldes der Öffnung zu dir bringen. Und vielleicht fragst du dich, was Öffnung bedeutet. Und gleichsam wirst du in diesem Augenblick in deinem Herzen wissen, was Öffnung ist. Wenn sich die Blüte deines Herzens, deines göttlichen Funkens zur Gänze öffnet, so braucht es dafür eine Energie der Öffnung. Bricht die Wahrheit aus der Lüge hervor, so braucht es dafür eine Energie der Öffnung. Entsteht in dir aus Mut und Vertrauen die Tat, so braucht es eine Energie der Öffnung. Und noch einmal stellt dir Morta die Frage, wie willst du sein? Erzeuge in dir die Absicht, ob die Energien nur für die Zeit dieser Meditation zu dir gebracht werden, ob sie in dir verankert werden dürfen, ob sie durch dich fließen und zu den Menschen gelangen oder zum Segen und für die Erinnerung deines Planetens dienen dürfen. Erzeuge in dir die Absicht. Und die lichten Wesen vom Antares werden diese deine Absicht sehen und werden die Energien dieser drei Kristalle lenken. Und so geschieht es, entsprechend deiner Absicht. Und in diesem Feld der Öffnung verweilend, wird nun ein Wesen zu dir kommen, das du unter dem Namen Kutumi kennst.
Bist du bereit für Erinnerungen? Bist du bereit für Bilder, Töne? Kutumi hat einen seiner Wirkungsorte in den Tiefen von Mount Shasta, dort, wo das energetische Erbe von Atlantis bewahrt wird. Und wenn du wünschst, dass dieses Erbe für dich geöffnet wird, so wie dies jetzt dir entspricht, so sende dein Einverständnis. Und es wird an diesem Ort, aus diesen drei Kristallen, gelenkt von Kutumi, zu dir fließen. Und während diese Energien zu dir fließen, möchte Moata noch weitere Worte an dich richten. Moata durfte sehr lange und sehr viel mit den Menschen arbeiten. Moata weiß sehr viel über jeden einzelnen von euch. Und Moata weiß, dass so viele Menschen nicht wissen, warum sie hier sind. So viele Menschen auf der Suche sind nach ihrer Aufgabe. Dies ist aus der Sicht eines Arcturianers nur sehr schwer zu verstehen. Und dennoch weiß Moata, dass so viele Lichter durch den Schleier des Vergessens gegangen sind. Und so möchte dir Moata einige weitere Worte in dein Herz legen. Als es klar wurde, dass die Erde, Nina'ai, wie wir diesen wunderbaren Planeten nennen, wieder zurückkehrt in die göttlichen Linien, in die allerhöchste Schwingung, haben sich viele Lichter beworben, um dabei zu sein, um mitzuhelfen, um genau in dieser aufregenden, anregenden, spannenden Zeit auf diesem Planeten zu sein, während sich dieses Unglaubliche ereignet. Du bist nicht zufällig hier. Du hast gewünscht, hier zu sein. Du hast dich dafür ausbilden lassen. Du hast so viele Inkarnationen hinter dich gebracht, um zu lernen. Nun ist die Zeit, sich zu erinnern. Und dies, dabei zu helfen, ist eine der Aufgaben, die wir mit Freude für jeden Einzelnen übernehmen. Und so fließt mit diesen Energien, gelenkt von Utkutumi, Erinnerung ein in dich. Erinnerung, wer du früher einmal warst, wer du jetzt bist, dass du viel mehr bist als nur Mensch, dass du jeden von uns kennst und wir dich kennen und wir dich lieben. Und mit diesen Worten von Moata gesellen sich zu dir die Wesen der Plejaden,
Neben vielen weiteren Eigenschaften sind die Plejadier die Meister der Liebe. Und so darf nun, gelenkt von den Plejaden, Liebe, Liebe in ihrer reinsten Form zu dir fließen. Und mit dieser Übertragung der Liebe verbinden wir in eure Herzen zu legen, dass ihr geliebt seid, dass ihr niemals allein seid und dass wir euch jederzeit hören können, wenn ihr an uns denkt und eure Worte oder Gedanken an uns richtet. Und so ist dies auch ein Moment, euch in einer bewussten Verbindung unsere tiefe Liebe in jedes einzelne Herz zu legen. Moata, der dich grüßt mit den Worten Onama He. Nun bitte ich dich, nimm einen tiefen Atemzug und in diesem Atemzug trägt dich dein goldener Engel. Trägt dein goldener Engel die Anteile von dir, die reisen durften, samt der aufgenommenen Energie wieder zurück in dein Hier und in dein Jetzt. Nimm diesen tiefen Atemzug jetzt. Und mit den Energien, die eingefügt werden, wird auch all das, was dir übertragen wurde, eingefügt. Dies ist ein Prozess, der durchaus eine ganze Zeit lang in Anspruch nehmen kann und sicher weit über diese eigentliche Meditation hinaus. Du darfst nun wählen, ob du die Augen noch geschlossen hältst und einfach in diesen Energien verweilst, oder ob du dich jetzt reckst und streckst, ein wenig Bewegung in deine Arme und in deine Beine bringst, ein bisschen mit deinen Füßen und mit deinen Fingern wackelst, dich reckst und streckst und vielleicht noch einige tiefe Atemzüge nimmst und mit diesen Atemzügen wieder ganz im Hier und im Jetzt ankommst. Und ich sage dir an dieser Stelle, Mirha, das sind ebenfalls arcturianische Töne, die das gleiche bedeuten wie Ananascha, Dankbarkeit, danke, dass du heute Abend mit dabei warst. Danke, dass ich dich führen durfte. Ich wünsche dir alles Licht und alles Liebe dieser Welt für deinen Weg.